Nee, wir haben da ein Problem. Was hast du gemacht? Nichts, nur die Tanks aktiviert. Wiederholen Sie bitte. Houston, wir haben ein Problem. Ich habe viel über dich nachgedacht auf dem großen Dampfer während der Fahrt hierher. Ich habe mir überlegt, wie du wohl aussiehst. Ob du wohl so bist wie mein Papa oder nicht. Na und? Bin ich so? Nein, das würde ich nicht sagen. Also du bist enttäuscht? Nein, auf den zweiten Blick durchaus nicht. Da bist du mein Großvater, der zu mir so nett gewesen ist. Du findest, ich war nett zu dir? Na und ob? Dick hat mit dem Geld, was ich von dir hab, Jake ausgezahlt. Einen schrecklichen Trunkenbold. Na und dann habe ich noch für Mr. Hobbs die goldene Uhr kaufen können. Wenn das nicht nett von dir war. Euer Lordschaft hat mich angewiesen, seine Wünsche zu erfüllen. Er wünschte, seine Freunde zu beschenken. Was halten Sie von dem jungen Havisham? Ich finde ihn besonders liebenswert, Sir. Auch ein Tölpel kann liebenswert sein. Er ist schwerlich ein Tölpel, wenn ich das sagen darf. Jedoch wird euer Lordschaft ihn recht verschieden von englischen Kindern finden. Eine vorlaute Bande nach allem, was man von amerikanischen Kindern hört. Vielleicht frei heraus, aber vorlaut ganz bestimmt nicht. Ich finde ihn überraschend reif für einen so jungen Menschen. Sie nennen es reif, die Yankees nennen es früh entwickelt. Und ich sage dazu vorlaut, das amerikanische Blut meldet sich. Aber das werde ich handhaben. Diesen Knaben erziehe ich nach meiner Fasson. Meine Söhne, gestattet mir, euch zu helfen bei eurer Padre, ruhen Sie sich lieber aus. Bei den Überstunden, die Sie hier machen müssen, haben Sie das bitter nötig. Verzweiflung ist eine menschliche Schwäche. Und wir alle sind doch Menschen, die bereit sind, zu sterben. Wieso beten Sie diesem Verdugo nicht mal was von Frieden und Liebe vor, statt irgendwen vorzubereiten auf den Tod? Er hat völlig recht. Mit Sprüchen versüßt man niemand den Abgang. Ich möchte, dass ihr dahin geht mit Liebe in euren Herzen. Und ich möchte, dass ihr mit Liebe zur Hölle geht. Dann lasst mich wenigstens die Beichte abnehmen. Bei unserem Sündenregister würden sie doch bloß rot werden. Peloton! Himmel! Und nichts zu trinken. Preparen einmal! Ja! Leidecker. Was? Tut mir leid, ich wollte dich nicht mit reinreißen. Dir tut's nicht halb so leid wie mir. Eben nicht. Gute Reise. Ja, Janalma, ja! Ich werd verrückt, der redet ja. Nach Haus. E.T. nach Haus telefonieren? E.T. nach Haus telefonieren. Und dann kommen Sie? Telefonieren. Nach Haus. Nach Haus. Sehen. Ich sehe hervorragend. Wir können doch jetzt nicht hierbleiben. Ich kann. Wieso? Weil Barry nicht hier ist. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ich halte es hier nicht aus. Ich muss nach. Thank you.
mir, du Schwein. Komm her, ich jag dich mit dem Ding in die Luft. Hast du mal einen Mann getroffen, der Max Sand heißt? Sand? Sand? Ja, ich sah überall von ihm Steckbriefe. Nein, ist mir niemals über den Weg gelaufen. Warum? Ich habe seine Mutter und seinen Vater getötet. Und? Er ist hinter mir her. Ein halber Indianer. Will sich jetzt natürlich rächen, dieser widerliche Bastard. Wir werden uns die Fische kriegen. Oder der da. Gib mir schnell das Gewehr. Dir ist natürlich klar, dass wir niemals Freunde sein können. Warum nicht? Ich will damit sagen, dass ein Mann und eine Frau niemals Freunde sein können, weil ihnen immer der Sex im Wege steht. Das ist nicht wahr. Kein Mann kann mit einer Frau befreundet sein, die er attraktiv findet. Er will immer mit ihr ins Bett. Und was ist, wenn ich nicht mit ihr ins Bett will? Das macht nichts, denn diese erotische Spannung ist immer da und die Freundschaft ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Damit hat sich's erledigt. Dann werden wir wohl keine Freunde werden. Wahrscheinlich nicht. Das ist aber schade. Du bist der einzige Mensch, den ich in New York kannte. Keiner, den ich kenne, würde um diese Zeit anrufen. Ich muss mit dir reden. Was ist denn passiert? Was ist denn los? Ich bin gestern Nacht noch bei Sally gewesen. Weil ich mich so geärgert hatte, dass Joe heiraten will. Und das eine führte zum anderen. Und bevor ich mich versah, küssten wir uns. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es getan. Wir haben es getan. Das ist doch großartig, Sally. Wir haben dafür gebetet. Das hättet ihr schon viel früher machen sollen. Seit Monaten sage ich schon, ihr solltet tun. Ihr beide gehört doch zusammen. Das ist wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es ist wie zwei Minus ergeben ein Plus.